So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet, denn ihr kennt alle Köfte und Falafel und ihr kennt auch alle Chata, ja? Wenn man den so ausspricht, ist für manche bekannt, für manche nicht bekannt. Ihr müsst euch vorstellen, das ist Capital Bra mit Pizza, nur nicht Capital Bra, sondern Chata und mit Köftespieß, ja. Also das ist auch ein Rapper. Irgendwie ist der mir auch sympathischer als Capital Bra, muss ich ganz offen und ehrlich sagen. Aber die Capital Bra Pizza hat trotzdem gut geschmeckt. Man kann ja immer mal probieren, ist ja egal, ob das jetzt schmeckt oder nicht. Wenn Hitler eine Pizza rausgebracht hätte, hätte ich die wahrscheinlich auch probiert, ohne dass ich jetzt ihn als Person einschätzen muss. Aber ich teste eigentlich alles, was den meisten immer noch nicht klar ist, die einen dann immer total dafür piesacken, verurteilen. Vor allem testest du manchmal auch Sachen, wo du gar nicht weißt, wo die herkommen und die dann sagen, Alter, wie kannst du denn dem eine Plattform geben? Obwohl du es gar nicht weißt, aber ich will mich nicht informieren. Oh, wer hat das gemacht? Nicht, dass das ein böser Mensch war. Ich möchte einfach nur, wenn ich was sehe, möchte ich das testen, möchte gucken, was das ist, wie das schmeckt, fertig, bam. Also egal, wer da was rausbringt, egal, wer da was macht, mir ist eigentlich egal, von wem das ist. Mir kommt es drauf an, wie das Produkt schmeckt, wie das aussieht und was das kann. Jetzt haben wir von Chata sogar gleich zwei Sachen entdeckt von seinem Hawal-Grill. Einmal Köftespieß und einmal Falafel, wenn wir das rumdrehen. Seht ihr das, wie das hier steht? Ihr habt einmal hier ganz klassisch Köftespieß, Halal, das Original von Chata. Köftespieß, würzige Rinderhacksteak-Zubereitung am Holzspieß, tiefgefroren. Ihr habt da ein Bild von Chata. Müsste eigentlich jedem geläufig sein. Guckt euch den doch an, kennt ihr den denn nicht, ne? Für Pfanne und Grill fertig in 4 bis 5 Minuten 6 Stück. 100% authentisch, 100% ohne Zusatzstoffe, 100% ohne Geschmacksverstärker, 100% ohne Farbstoffe und Aromen, 100% ohne Reden. Das werde ich mir jetzt gleich mal warm machen. Ich weiß nur noch nicht, wie genau. Hier ist auch hier Instagram und so und @Hawal-Grill, www.hawalgrill.world. Könnt ihr auch mal nachgucken. Ich weiß nur noch nicht, ob ich es jetzt in der Pfanne mache, im Backofen, auf dem Grill. Grill wahrscheinlich nicht, also muss ich es in der Pfanne, Backofen machen. Und zu den Köftespießen gesellen sich hier diese Falafel, dass ihr was dazu habt. Adi, was ist denn? Was hast du denn für Zuckungen? Auch von Chata, diesmal aber vegan. Falafelbällchen aus Kichererbsen, knusprig gebraten, tiefgefroren zum Durcherhitzen. 100% ohne Reden. Habt ihr schon mal Falafel gegessen? Ist auch hier für Backofen, Pfanne und Mikrowelle. Vielleicht mache ich das auch getrennt warm. Muss ich mir erstmal in Ruhe gleich durchlesen, wie man das am besten macht. Falafel habe ich bisher einmal in meinem Leben gegessen. Und zwar beim Panorama-Restaurant. Weil das auch eher so kurdische Gerichte sind. Orientalische Gerichte, Gerichte von Sachen, die es hier so nicht gibt. Und die haben auch Falafel. Ansonsten hat hier niemand Falafel gehabt. In den ganzen 32 Jahren, wo ich hier rum existiere, hat niemand Falafel. Da muss es schon woanders hingehen. Wir machen das mal kurz auf. So sehen nämlich Falafel aus. So sehen Ziege aus. Nee, eben nicht. Deswegen sehen so Falafel aus. Da habt ihr hier so einen Beutel, sieht aus wie ein paar Meisenknödel, die können wir dann warm machen. Ist auch nicht zu viel, ist ein bisschen teuer, könnte man sagen. Ich glaube, eine so eine Packung, 3 oder 4 Euro. Zusammen, Adi, was ist denn? Zusammen habt ihr also fast 10 Euro bezahlt, aber habt dann ein schönes Gericht mit 6 Köftespießen und 12 Falafel, also das für 10 Euro dann trotzdem eigentlich eine gute Sache, beziehungsweise für 7 oder 8 Euro ja sogar. Da braucht man sich nicht beschweren. Man denkt im Laden immer, oh, das ist übelst teuer. Aber wenn ihr dann mal guckt, ist es eigentlich trotzdem günstig. Wir machen jetzt das hier auch auf der Seite mal auf. Und gucken, ach so, die sind einfach so drin. wie Eis am Stiel. Guckt euch das. Ah, die! Guckt euch das doch an, Eis am Stiel. Der ist so gierig.
Oh mein Gott. Köfte, Spieß. Ja, riecht wie Leberwurst. Das werden wir jetzt auf jeden Fall gleich machen, ne? Was ist denn mit dir? Das ist gefroren. Das sieht man doch, dass das gefroren ist. Da kannst du eh nicht so reinbeißen. Ach, und jetzt beim Schnüffeln merkst du, das ist gar nichts, weil es gefroren ist. Die werden wir jetzt wahrscheinlich in der Pfanne machen. Ich denke mal Pfanne, zack, den Rest vielleicht in der Mikrowelle von den Falafel. Und gucken uns die dann mal an, wenn das fertig ist und wie das schmeckt. So, ich habe mich jetzt für die Pfanne entschieden, aber das ist immer noch nicht alles. Du musst sie jetzt in der Pfanne erstmal ein bisschen anbraten von beiden Seiten. Danach kommen die in den Backofen, wo sie dann nochmal 15 Minuten verweilen und durchziehen. Und die Falafel habe ich gleichzeitig in die Mikrowelle 900 Watt, eine Minute garen, stande dort. Bin ich mal gespannt, was das wird. Wenn nicht, packe ich die Falafel dann eben auch mit in den Backofen. Da kann ich ja die Pfanne auf den Rost stellen und daneben die Falafel verteilen und dann fallen alle runter. Ich müsste das, wenn schon, dann aufs Backblech. Aufs Backblech. Also erstmal Pfanne kurz anbraten, irgendwas. Ich bin mal gespannt, was das wird. Das klingt alles heftig kompliziert. Ich habe noch nie Köftespieß gegessen. Anbraten, dann rein, ziehen lassen, hier garen lassen, alles auf einmal. Wenn es schmeckt, warum nicht? Ne? Und Grüße gehen raus an Prime. Der freut sich ja sowieso immer, wenn er Köftespieß hört. Auch in der letzten Runde ist auch wieder Köftespieß vorgekommen beim NRR-Battle. Ne? Rata, Köftespieß ist auch ein Meme geworden mittlerweile. Deswegen müssen wir das natürlich mal testen, ob das wirklich was ist und ob das was kann. So, ich habe die Scheiße nochmal in den Ofen reingepackt. Ne? Man gönnt sich ja sonst nichts. Jetzt erstmal ein Adi da unten einsperren. Und das brutzelt auf jeden Fall ganz schön. Pfanne in der Mitte, links und rechts, die Falafelbällchen drumherum gelegt. Das hole ich jetzt erstmal raus und dann bin ich mal gespannt, was das geworden ist. Adi! Adi, Schatz! Der Ofen! So, jetzt habe ich so lange Köfte gebraten und gebacken und gegrillt und gemacht und geschaufelt, dass es schon wieder dunkel ist. Also irgendwie sieht es gerade übelst düster aus. Ich kann euch jetzt mal meinen Teller zeigen. Habe ich mir jetzt hier vorbereitet. 6 Köftespieße. Die sind hier ein bisschen heller als auf der Seite. Aber mit der Seite haben sie in der Pfanne gelegen und auf der Seite eben nicht. Das Krümelige, was ihr da seht, ist die Panade, nennen wir es mal, von den Falafel. Die habe ich jetzt wieder hingeschmissen, drumherum. Hier habe ich mir Chili-Soße gerade noch hergestellt. Die hat Pupsi mal mitgebracht aus Chap. Die habe ich noch nie probiert. Also, wenn da Würze fehlt oder irgendwas, bin ich bestens ausgerüstet. Und ich habe mir jetzt ein kleines Gäbelchen genommen. Eine kleine Kuchenkabel. Da steht Stainless Steel. Okay. Also, ohne Stahl. Und hier habt ihr einen kleinen Bären drauf? Ich glaube, das ist eine Kindergartengabel. Keine Ahnung. Ich bin mal gespannt. Wir können erstmal so einen Falafel probieren. Weil Falafel schmeckt eigentlich doch nach nichts, oder? Beziehungsweise wir nehmen es mal ohne Gabel und wir pullen das jetzt mal auseinander für euch, dass ihr das seht, wie da innen drin das halt einfach nur so Pampe ist. Mögt ihr auch Pampe? Greift doch da nicht rein. Mögt ihr auch Pampe, ne? Zieht euch mal ein Stück ab, riecht mal, riecht ein bisschen kräutermäßig und dann beißt ihr da drauf und habt halt original Falafel. Und hab einmal wirklich Falafel gegessen im Panorama-Restaurant. Das war auch ein vegetarisches Gericht, da gab es dann ganz viel Salat dazu und Zwiebeln und Zeug und frisches anderes drumherum. Und Soße, frische, schöne Salatsoße, das war auf jeden Fall sehr köstlich und erfrischend. Alleine so ist es halt ein bisschen trocken und stopfig. Ich weiß nicht, wie das wäre, wenn wir jetzt eine Chili-Soße drauf machen. Um diese Chili-Soße mal zu testen, packen wir da mal ein... Wie sieht das denn aus? Das sieht aus wie... Also es ist kein Rot, kein dickes, kräftiges Rot, das... Sieht halb durchsichtig aus wie Schleim. Adi, ich muss dich gleich rauspacken. Du kannst nicht immer sofort in die Kamera gehen. Mm-mm.
Okay. 7% Chili. Das brennt ein bisschen vordergründig auf der Zunge, aber irgendwie den eigenen Geschmack hat die Soße auch nicht. Ist also egal. Lassen wir jetzt weg. Und probieren jetzt mal so einen Köftespieß. Da haben wir nämlich hier einen rumliegen. Da Ali ist gerade beschäftigt mit meiner Hand. Riecht sehr fleischig, ist gebraten. Riecht auch nicht so pervers, wie man das manchmal denken könnte. Von irgendwelchen anderen Fleischsachen nicht immer braten, wenn ich an diese komischen Spanferkel Cevap Chichi denke, da vergeht mir alles. Beißen mal hier oben ab. Schmeckt ein bisschen nach Erde. Aber ansonsten ist das gebratenes Fleisch. Vielleicht ist das zu viel gebraten auf der einen Seite, weil das so richtig krustig ist und dadurch ein bisschen trocken geworden. Vielleicht durchs in der Pfanne rumvegetieren hat so viel Flüssigkeit verloren, dass da jetzt gar nichts mehr drin ist. Ja, gut. Und deswegen probieren wir den nochmal. Geht eigentlich voll klar für das, was es sein soll. Aber mir fehlt trotzdem irgendwie was Würziges. Oder halt irgendwas an Geschmack noch. Deswegen packe ich mir da jetzt auch mal diese komische Gummisoße drauf. Also in Kombination mit der Soße finde ich es auf jeden Fall besser. Die Soße alleine kann nichts. Der Köftespieß alleine ist mir nicht würzig genug. Aber Köfte mit der Soße zusammen ist auf jeden Fall eine gute Kombination. Jetzt müssen wir es nur noch mal probieren. Köfte, Soße und Falafel hinterher. Ist auf jeden Fall eine interessante Kombination und eine Geschmacksvielfalt. Geschmäcker kommen da zusammen, die ich sonst nicht so oft erlebt. Köfte noch nie gegessen. Falafel nur einmal bisher gegessen, jetzt in Kombination mit Köfte. Dazu aber diese Chili-Soße. Ist mal was anderes. Würde ich auch nochmal kaufen, würde ich auch nochmal so essen, beziehungsweise würde ich mal drauf achten, wenn wir jetzt wieder unterwegs sind irgendwann, mal woanders hinfahren, uns da irgendwie Köfte gibt direkt. Bei irgendeinem Grill oder sonst was, da direkt nochmal Köfte so zu probieren, direkt in einem Restaurant mit Falafel vielleicht dazu, diese Kombination, mir das mal reinzuziehen, aber ich bin zufrieden, habe schon so schlimme Sachen, so schlimme Überraschungen gehabt, so schlimme Erfahrungen gemacht, das ist auf jeden Fall ultra nice, auch danke an Pupsi für die Chili-Soße und an Rata für die Köftespieße natürlich und Falafel, auch super Sache. Es müssen nicht immer Pommes sein, zu allem dazu. Esst mal mehr Falafel, ne? Die haben auch eine Existenzberechtigung. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ich lasse es mir jetzt noch munden. Da muss erst Soße drauf, sonst hätte ich den jetzt noch reingesteckt.